Ja, ich freue mich, dass sie zu dem vortrag heute gekommen sind. drachen oder dinosaurier? der vortrag ist in verschiedene teile gegliedert. zunächst einmal experimentelle und historische wissenschaft. was ist da der unterschied? und um was handelt sich da? und dann werden wir uns ansehen, die dinosaurier und die evolutionstheorie. dann den punkt die dinosaurier und die bibel. Und dann die Frage Drachen oder Dinosaurier. Und dabei insbesondere die Punkte der Drachenlegenden, dann Drachen in der Geschichtsschreibung, da werden wir auch einiges dazu hören, dann Dinosaurier und die Indianer und Entdeckungen in jüngerer Zeit. Und zum Schluss Ihre Entscheidung zu diesem ganzen Thema. Ja, also jetzt möchte ich zunächst aber mal beginnen mit dem Punkt experimentelle und historische Wissenschaft. Wenn die Leute von Wissenschaft reden, dann denken die normalerweise an das, was wir so täglich sehen. Autos, Handys, Computer, Flugzeuge sind alles Dinge, ich sage immer, die funktionieren normalerweise. Und zwar deswegen, weil die im Labor ausprobiert sind. Die sind vielfach ausgetestet und deswegen funktionieren die durch Experimente getestet. Aber es gibt noch eine zweite Art von Wissenschaft, es ist die historische Wissenschaft. Und die historische Wissenschaft, die befasst sich mit Dingen, die einmalig in der Vergangenheit passiert sind, die nicht wiederholbar sind, anders als die Dinge, die wir im Labor ständig wiederholen können. Und da muss man sozusagen versuchen herauszubekommen, wie könnte es denn gewesen sein anhand zu so einer Versteinerung, die ich finde, ist die Frage, ja, was ist mit dem Tier vielleicht passiert? Wenn wir jetzt von der Frage Drachen oder Dinosaurier ausgehen, dann haben wir es zu tun mit historischer Wissenschaft, nicht mit experimenteller Wissenschaft. Um das ein bisschen genauer zu erläutern, hier zum Beispiel ein Zitat von Professor Ernst Mayer, das ist ein evolutionistischer Biologe. Er hat gesagt, evolutionistische Biologie ist im Gegensatz zur Physik und Chemie eine historische Wissenschaft. Der Vertreter der Evolutionstheorie versucht Ereignisse und Prozesse zu erklären, die bereits stattgefunden haben. Gesetzmäßigkeiten und Experimente sind ungeeignete Techniken, solche Ereignisse und Prozesse zu erklären. Stattdessen konstruiert man eine historische Erzählung, die nichts anderes ist als der Versuch, ein spezielles Szenario zu entwerfen, das zu den Ereignissen führte, die man zu erklären sucht. Sie sehen schon an den Begriffen, die verwendet werden, Erzählung, Szenario, so ganz sicher ist die ganze Sache offenbar doch nicht, wenn man den Experten hier zuhört. Hier der Professor John Horner, ein evolutionistischer Paläontologe, er sagt Folgendes, wir können niemals zu harten und beständigen Schlussfolgerungen kommen. Es ist in unserer Zeit leicht, viele Jahre in die Schule zu gehen, manchmal sogar auf Hochschulen, ohne jemals zu hören, dass einige Wissenschaften historisch oder ihrem Wesen nach nicht beweiskräftig sind. Das hört man auch nicht oft, oder? Wer würde denn zugeben, dass seine Wissenschaft nicht beweiskräftig ist? Nun, der Mann hier kann das tun, der ist sehr berühmt, der hat nicht viel zu verlieren, offenbar, dem glaubt man auch sowas. Aber verstehen Sie, er ist ehrlich, er sagt die Wahrheit. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel für unbeständige Schlussfolgerungen. Hier im Hintergrund sehen wir den Tyrannosaurus Rex. Ein agiler Jäger? Ist es so sonnenklar, dass das ein agiler Jäger war? In den letzten Jahrzehnten ist eine Debatte darüber entstanden, ob Tyrannosaurus Rex wirklich ein agiler Jäger war. Der bekannte Paläontologe John Horner, den wir schon gehört haben, der schlug sogar vor, dass Tyrannosaurus Rex ein Aasfresser war. Und er begründete dies unter anderem mit den kurzen Armen von Tyrannosaurus Rex, die ungeeignet waren, Beute zu jagen. Mit den Zähnen, die Ähnlichkeiten mit den Aasfressenden Hyänen hatten, sowie mit der geringen Fortbewegungsgeschwindigkeit von Tyrannosaurus rex. Der aktuelle Stand der Debatte ist der, dass die kurzen Arme nicht notwendigerweise nötig waren, um die Beute festzuhalten, insbesondere wenn man eben andere Aasfresser betrachtet, die ohne die Hilfe ihrer Vorderextremitäten jagen. Und auch wenn die Zähne Ähnlichkeiten mit denen von Hyänen zeigen, so waren sie aufgrund der starken Muskeln der riesigen Kiefer doch dazu geeignet, größere Beutetiere zu erlegen. Bleibt allerdings die geringe Fortbewegungsgeschwindigkeit. Und da gibt es aktuelle Bewegungsstudien am Tyrannosaurus Rex, Skelett, und die zeigen tatsächlich, dass er ziemlich langsam war. Sein Skelett hätte die Belastung höherer Geschwindigkeiten gar nicht ausgehalten er hätte sich beim Laufen im wahrsten Sinn des Wortes die Knochen gebrochen. Stattdessen konnte er einfach nur schnell gehen. Und das hätte ihm nur erlaubt, langsame Beute zu erjagen. Einer der Wissenschaftler, der diese Computersimulationen gemacht hat, der also simuliert hat, was passiert da genau mit dem Skelett, wenn sich der Tyrannosaurus Rex fortbewegt hatte, und er sagt Folgendes. Er wäre sicher nicht in der Lage gewesen, sich schneller fortbewegende Beutetiere zu erjagen. Und das bedeutet natürlich, dass verworfene Ideen, wie Tyrannosaurus Rex ein Aasfresser, erneut in Betracht gezogen werden müssen. Wir haben also hier einen Stegosaurus, der schaffte ungefähr 10 km pro Stunde. Dann unser Tyrannosaurus Rex ungefähr 18 km pro Stunde. Dann haben wir hier einen Elefanten, einen modernen Elefanten, der schafft 25 kmh, der ist also schon deutlich schneller. Ein Rennpferd 70 kmh, ein Gepard 110. Also wir sehen schon, der ist ziemlich an der unteren Skala. Ja. War der wirklich so schnell wie in den Hollywood-Filmen? Hier ist ein Zitat von Dr. Stephen Brusatte, ein evolutionistischer Biologe. Er sagt folgendes, auf gar keinen Fall hätte der Tyrannosaurus Rex in Jurassic Park mit diesem Jeep Schritt gehalten wenn der mit voller Fahrt unterwegs war, vielleicht im ersten Gang, aber selbst das ist noch ein großes vielleicht. Aktuelle Forschungen zeigen, dass Tyrannosaurus Rex kein sich schnell fortbewegender, agiler Jäger war, so dass ihm nur langsame Beutetiere als Nahrungsquelle zugänglich gewesen wären. Dennoch ist es aber wahrscheinlich zu weit gegriffen, ihn als reinen Aasfresser zu bezeichnen. Die meisten Forscher würden daher zustimmen, dass Tyrannosaurus Rex sowohl Raubtier als auch Aasfresser war, der zwischen beiden Ernährungsarten sozusagen umschalten musste, um überhaupt überleben zu können. Das ist der aktuelle Stand. Aber sicherlich schon mal überraschend, wie das hin und her geht. Ja? Schauen wir mal, wie es in ein paar Jahren aussieht, wie da die Erkenntnisse sind. Nachdem wir also gesehen haben, dass die historische Wissenschaft doch nicht so in Stein gemeißelt ist, wie es aussieht, Befassen wir uns jetzt mit der Frage der Dinosaurier und die Evolutionstheorie. Und wir haben da zwei Fragen und die Antworten der Evolutionstheorie. Zunächst einmal die Frage, woher kamen die Dinosaurier? Und da sagt die Evolutionstheorie, nun, die ersten Dinosaurier entwickelten sich vor 220 Millionen Jahren angeblich aus den Reptilien. Die zweite Frage, und was passierte dann mit den Dinosauriern? Heute laufen ja keine so frei rum. Nun, es wird behauptet, die Dinosaurier starben vor 65 Millionen Jahren aus. Wenn man das im Stammbaum des Lebens, wie die Vertreter der Evolutionstheorie es nennen, betrachtet, hat man hier also in diesem Bild hier ganz unten die erste lebende Zelle und dann verzweigt der Baum immer weiter und wenn wir so links hinschauen, dann sehen wir hier die Reptilien und da wären dann hier die Dinosaurier. Also so sollen die entstanden sein. Aber die Frage ist ja jetzt mal, was würde man im Fossilienbericht erwarten, wenn sich die Dinosaurier aus den Reptilien entwickelt hätten? Nun, die Frage kann man leicht beantworten. Man müsste eigentlich Übergangsformen finden. Der Charles Darwin hat es auch schon bemerkt. Hier ein Zitat von ihm. Warum ist nicht jede geologische Formation und jede Schicht voll von solchen Zwischengliedern? Vielleicht. Ist dies der offensichtlichste und ernsteste Einwand, der gegen meine Theorie vorgebracht werden kann? Zur Zeit von Darwin hat man noch relativ wenige Fossilien gekannt. Heute kennen wir hunderte Millionen von Fossilien. Und die Übergangsformen fehlen im Prinzip immer noch. Darwin, wenn das sehen würde, würde wahrscheinlich heute seine Theorie an den Nagel hängen. Aber man hält natürlich an der Theorie fest, wie wir alle wissen. Professor Niles Eldredge, ein evolutionistischer Paläontologe, sagt: Wir Paläontologen haben gesagt, dass die Geschichte des Lebens, die Story von der graduellen Veränderung, unterstütze, obwohl wir die ganze Zeit wussten, dass dies nicht der Fall ist. Überhaupt ist das Problem folgendes: Ich demonstriere hier mal eine Evolution vom Löffel zur Gabel. Wenn sowas stattgefunden hätte, dann müsste es doch eine Übergangsform gegeben haben. Ja, stellen wir uns vor, da ist der Löffel und dann eine Übergangsform, ja, die würde man jetzt erwarten, die hätte jetzt schon mal so ein bisschen so Zinken drin, aber noch nicht ganz schlank sozusagen wie die Gabel und dann hätten wir am Schluss die Gabel. Ist tatsächlich die Erfindungsreihenfolge so gewesen? Nein, natürlich nicht, sondern es war zuerst der Löffel, dann die Gabel und dann dieses Werkzeug ganz rechts, was man übrigens Göffel nennt. Das gibt es tatsächlich, das wird in Flugzeugen eingesetzt, da spart man nämlich Gewicht, man hat ein Werkzeug statt zwei, möchte man ein bisschen Kosten einsparen. Aber Sie sehen schon, es hängt völlig von der Interpretation ab. Wenn ich nicht weiß, was wirklich passiert ist, kann ich völlig daneben liegen mit noch so schönen Entwicklungsreihenfolgen. Deswegen sagt hier ganz zu Recht der Dr. Henry G., ein evolutionistischer Biologe und Herausgeber von Nature, das ist die bekannteste naturwissenschaftliche Zeitschrift in den USA, kein Fossil wird mit seiner Sterbeurkunde begraben. Eine Abfolge von Fossilien zu nehmen und zu behaupten, dass sie eine Entwicklungsreihe darstellt, ist keine wissenschaftliche Hypothese, die man testen kann, sondern eine Behauptung, die dieselbe Aussagekraft hat wie eine gute Nachtgeschichte. Was er sagt ist, liebe Kollegen, was ihr hier macht, ist eigentlich gar keine Wissenschaft. Ihr behauptet zwar, ihr habt hier Entwicklungsreihen, aber diese Hypothesen die ihr hier aufstellt, die könnt ihr nicht beweisen. Aber etwas, was ich nicht beweisen kann, ist ja gar keine wissenschaftliche Hypothese. Kommen wir zum nächsten Punkt. Was passierte mit den Dinosauriern? Die gängigste evolutionistische Erklärung geht davon aus, dass ein vor 65 Millionen Jahren auf die Erde fallender Asteroid den Großteil der Dinosaurier auslöschte. Also so in etwa wie hier. Nun, wie kommt man drauf? Tatsächlich wurde ein unter der Erdoberfläche begrabener 180 Kilometer großer Krater auf der mexikanischen Yucatan-Halbinsel Chicxulub gefunden, der unter evolutionistischen Annahmen auf 65 Millionen Jahre vor unserer Zeit datiert wurde. Also, da sehen wir ungefähr, wo dieser Krater gefunden wurde. Der Krater wird tatsächlich sichtbar in gravimetrischen Aufnahmen. Auf denen man Unterschiede in der Dichte des Gesteins erkennen kann. Was sind gravimetrische Aufnahmen? Das sind Messungen der Stärke der Schwerkraft. Die ist ja nämlich an jedem Punkt auf der Erdoberfläche ein bisschen anders. Wenn die Schwerkraft an einer Stelle größer ist, dann kann es daran liegen, dass die Dichte des darunterliegenden Gesteins größer ist. Und so kann man sozusagen ermitteln, ob da vielleicht so etwas wie eine Druckwelle oder eine Schockwelle gewesen ist. Man findet im Krater auch teilweise Gestein, das tatsächlich schockartig unter Hitze und Druck umgewandelt wurde und das sogar Bruchlinien aufweist, wie man es unter solchen Bedingungen erwartet, wie hier gezeigt. Und außerdem enthält der Krater stellenweise Iridium. Iridium ist ein in der Erdkruste seltenes chemisches Element, das jetzt hier in dem Fall aber von diesem eingeschlagenen Asteroiden stammen soll. Außerdem findet man Iridium auch noch weltweit in den Sedimentschichten, denen man dasselbe Alter wie dem Krater zuordnet. Ja, und dann sagt man noch, nach dem Einschlag soll ein dramatischer Klimawandel ähnlich einem nuklearen Winter stattgefunden haben, in dem die Dinosaurier ausstarben. Das klingt jetzt alles ziemlich überzeugend, aber ist diese Theorie wirklich überzeugend? Zunächst einmal ist es so, dass die geologischen Befunde über den Krater und die Befunde aus dem Fossilienbericht nicht übereinstimmen. Man findet, dass die Auslöschung der Dinosaurier laut dem Fossilienbericht, was man also in den Fossilien sieht, doch nicht so plötzlich war. Es ging scheinbar doch viel langsamer. Aber wie passt es mit einer Katastrophe zusammen? Dann ist die Frage, warum wurden die Dinosaurier eigentlich alle in Schlamm begraben? Ein nuklearer Winter? wäre ja sehr trocken gewesen mit wenigen Niederschlägen. Ja? Die Dinos hätten also im Trockenen umkommen sollen, weil die Verdunkelung des Himmels durch Staub in der Erdatmosphäre, durch den Kratereinschlag, hätte die Erde rasch abgekühlt. Und das hätte aber zu einer trockenen Kaltzeit geführt. Eine Eiszeit, wie man sie sozusagen aus den Filmen auch kennt, kommt immer nur dann, wenn auch ganz viel Feuchtigkeit beteiligt ist. Ja, dann schneit es nämlich. Aber wenn es trocken bleibt, dann wird es nur kalt. Der Professor John Horner wieder sagt Folgendes: Wie konnte eine Schlammlawine, ganz egal wie katastrophisch, die Kraft haben, ein zwei oder drei Tonnen schweres Tier, das gerade gestorben war, so stark zu zertrümmern, dass sein Oberschenkelknochen noch mittels Muskelgewebe in der Hüfte verankert, der Länge nach gespalten wurde? Er sagt: Das kann man sich eigentlich nicht erklären. Keine lokalen Katastrophen, nicht einmal große Hurricanes oder sowas. Die Sintflut kann aber sowas, weil da sind wirklich gigantische Kräfte am Werk gewesen. Aber natürlich glaubt ihr an sowas nicht. Die unter evolutionistischen Annahmen berechneten Alter des Kraters und der Fossilien stimmen auch nicht überein im Übrigen. Das nächste Problem. Und dann noch was, die Iridiumverteilung in den weltweiten Sedimentschichten ist auch nicht abrupt genug. Das geht irgendwie wesentlich langsamer. Man hat nun detaillierte Bohrkernuntersuchungen des Kraters gemacht und die zeigen, dass für einen Einschlag deutlich weniger schockumgewandeltes Gestein vorhanden ist, als man erwarten würde. Und die gravimetrischen Aufnahmen sowie dieses schockartig umgewandelte Gestein und die Bruchlinien können jetzt aber auch vulkanischen Ursprungs sein und fallen damit als Beweis für die Einschlagtheorie aus. Das heißt, statt dass von oben ein Einschlag kam, kann von unten eine Explosion gewesen sein. Das ändert natürlich einiges. Ja. Insgesamt können die Befunde auch durch ein oder mehrere aufeinanderfolgende große vulkanische Eruptionen erklärt werden, die iridiumhaltiges Gestein aus dem Erdinneren an die Erdoberfläche transportiert. Im Erdinneren ist nämlich viel Iridium. Also wir sehen schon, wenn ich den Punkt nochmal zusammenfassen darf: Die Evolutionstheorie hat keine befriedigenden Antworten auf den Ursprung und das Aussterben der Dinosaurier. Die fehlenden fossilen Übergangsformen weisen auf ein plötzliches Erscheinen der Dinosaurier hin, ohne evolutionäre Vorläufer. Und die Asteroideneinschlagtheorie, die das Aussterben der Dinosaurier erklären will, ist von den Befunden nicht hinreichend unterstützt. Gehen wir jetzt zu dem anderen Punkt, die Dinosaurier und die Bibel. Wie sieht die Sache da aus? Nach der Bibel wurden die Landlebewesen einschließlich den Dinosauriern vor ca. 6000 Jahren am sechsten Schöpfungstag erschaffen. Die Dinosaurier und die Menschen lebten am Anfang noch zusammen und die Dinosaurier waren noch Pflanzenfresser. Nachdem der Mensch gesündigt hatte, veränderte Gott dann die Schöpfung und ließ Krankheit, Leid und Tod in seiner ursprünglich perfekten Schöpfung zu. Und viele Tiere, darunter auch viele Dinosaurier, wurden zu Fleischfressern. Das kam erst danach. 1650 Jahre später übte Gott dann durch eine globale Sintflut Gericht und löschte dadurch alle luftatmenden Landlebewesen aus, die sich nicht in der Arche befanden. Und Milliarden von Lebewesen wurden rasch begraben und wurden zu Fossilien und darunter eben auch die meisten Dinosaurier. Also hier mal ein bisschen plakativ veranschaulicht: Die Schöpfung. Am Anfang gab es eben diese Tiere auch schon, diese Dinosaurier. Auf den Namen dieser Tiere kommen nachher noch zu sprechen, diese Bezeichnung Dinosaurier. Und dann war der Sündenfall. Dann hat Gott sozusagen umprogrammiert seine Schöpfung. Dann hat er hat zugelassen, dass jetzt plötzlich die Tiere zumindest teilweise zu Fleischfressern wurden. Und dann ging es weiter, die Menschheit hat weiterhin gegen Gott rebelliert und dann musste Gott noch einmal Gericht üben durch die Sintflut. Und die meisten landlebenden Tiere gingen also in den Schlammfluten unter, wurden dort rasch unter Schlamm eingeschlossen und fossilierten dort. Noah hat dann jeweils mindestens zwei Landlebewesen mit an Bord der Eiche genommen. Und die Arche war circa eineinhalb Fußballfelder groß und hat genug Platz geboten für die circa 10.000 bis 20.000 verschiedenen Tierarten. Und darunter waren auch die Dinosaurier. Es waren gar nicht Millionen Tierarten, sondern wenn man es auf Grundtypen zurückführt, kommt man auf 10.000 bis 20.000. Und die hatten Platz in der Arche. Da gibt es sogar detaillierte Berechnungen dazu. Nach der Sintflut existierten dann die Nachfahren dieser Dinosaurier eine Weile zusammen mit den Menschen. Und schließlich starben dann die Dinosaurier infolge von Anpassungsschwierigkeiten an das stark veränderte Klima seit der Sintflut sowie infolge von Jagd durch den Menschen langsam aus. Also nur mal hier so ein Bild, wie die Arche vielleicht ausgesehen hat. Also auf jeden Fall von den Dimensionen. Ein riesiges Schiff, wo also diese Tiere, auch Dinosaurier an Bord gingen, mussten übrigens gar keine ausgewachsenen Dinosaurier sein. Es konnten auch Jungtiere sein, natürlich. Und dann kam diese Sintflutkatastrophe, wo auch Vulkanismus beteiligt war. Und nach der Sintflut haben wir sozusagen eine große Veränderung auch im Klima, sodass die Lebensbedingungen für die Dinosaurier nicht mehr so günstig waren. Und der Mensch hat angefangen, auch die Dinosaurier zu jagen, weil der Lebensraum war sowieso begrenzt. Und so sind die Dinosaurier also langsam ausgestorben. Der in Mexiko gefundene Krater ist also nicht die Ursache im biblischen Bild für das Aussterben der Dinosaurier, sondern die Sintflut. Und die Iridiumverteilung in den weltweiten Sedimentschichten kann vor allem durch den gleichzeitig mit der Sintflut auftretenden starken Vulkanismus erklärt werden. Dinosaurier, die nicht in der Arche waren, die wurden in Schlamm, der dann zu festen Gestein erhärtete, begraben. Und die fossilen Übergangsformen, na, die fehlen natürlich, weil überhaupt keine Evolution stattfand. Nach der Sintflut konnten sich die Dinosaurier nicht mehr anpassen, wurden vom Menschen gejagt und starben aus. Hier ist nochmal der Vortrag nach uns die Sintflut oder auch der Vortrag hat Darwin recht, wo ich auch noch auf einige Punkte eben, die ich schon angeschnitten habe, eingehe. Aber jetzt kommt der ganz wichtiger Punkt. Nach der Bibel lebten die Dinosaurier und der Mensch zusammen. Nach der Evolutionstheorie ist es unmöglich, weil nämlich die Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren ausstarben und der Mensch angeblich erst rund 60 Millionen Jahre später durch Evolution entstand. Da ist eine riesige Lücke. Die können sich nie gesehen haben. Deswegen sagt hier der Professor Ernst Mayer, Kreationisten haben behauptet, dass Menschen und Dinosaurier Zeitgenossen waren. Wenn diese folgenschwere Aussage wahr wäre, würden die Namen ihrer Entdecker den Korridor der Zeit hinunterdonnern als diejenigen, die eine der herausragendsten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts gemacht haben. Und Professor Louis Jacobs, Koexistenz von Menschen und Dinosauriern ein derartiges zusammenleben würde die vorstellung einer alten erde verbannen die gesamte historie der schöpfung einschließlich dem ruhetag könnte in den sieben biblischen tagen des schöpfungsmythos untergebracht werden die theorie der evolution wäre zur strecke gebracht ich denke die schlussfolgerungen sind richtig natürlich glauben diese männer nicht dass die evolution zur strecke gebracht ist aber schauen wir uns in Folge mal die Indizien an. Deswegen die Frage Drachen oder Dinosaurier. Das ist eine entscheidende Frage. Zunächst einmal ist Dinosaurier ein neues Wort. Wenn man in das Wörterbuch aus dem Jahr 1828 hineinschaut, dann findet man, dass da bestimmte Wörter erstmals auftauchten wie Computer, Lokomotive oder Rakete. Diese Wörter gab es vorher einfach noch nicht. Die sind neu in diesem Wörterbuch. 1841 hat dann Sir Richard Owen, ein britischer Zoologe, das Wort Dinosaurier erfunden. Das gab es vorher nämlich auch noch nicht. Also Dinosaurier, das setzt sich jetzt zusammen aus zwei Wörtern, nämlich Deinos, das kommt aus dem Griechischen und heißt furchterregend, und Sauros, ebenfalls aus dem Griechischen, das heißt Reptil. Also Dinosaurier heißt eigentlich übersetzt furchterregendes Reptil. Bevor also das Wort Dinosaurier im Jahr 1841 erfunden wurde, kannte die Menschheit nur die Wörter Reptil oder Drache. Hätte ein Mensch vor dem Jahr 1841 einen Dinosaurier gesehen, live, dann hätte er ihn einfach als großes Reptil oder als Drache bezeichnet. Ein anderes Wort kannte er nicht. Interessanterweise ist nun Folgendes festzustellen, wenn man in so Enzyklopädien reinschaut. In älteren Enzyklopädien findet man noch Einträge, wie hier zum Beispiel in der World Book Enzyklopädie 1973. Die Drachen in den Drachenlegenden ähneln seltsamerweise tatsächlichen Geschöpfen, die in der Vergangenheit lebten. Sie sind den großen Reptilien, in Klammer Dinosauriern, sehr ähnlich, die die Erde bevölkerten, lange bevor die ersten Menschen auf der Erde lebten. Aber... Heute findet man keine derartigen Einträge mehr in Enzyklopädien. Warum eigentlich nicht? Zensur? In der Bibel werden zwei riesige Tiere beschrieben, die Dinosaurier entsprechen. Das ist schon mal interessant, wenn man in die Bibel reinschaut. Die werden als Behemoth und Leviathan bezeichnet. Behemoth und Leviathan ähneln jeweils einem Iguanodon oder alternativ einem Sauropod oder einem Sarkosuchus alternativ auch einem Kronosaurus. Ich zeige Ihnen jetzt mal diese Tiere. Das hier wäre ein Iguanodon, in der Bibel Hiob, Kapitel 40, die Verse 15 bis 24 beschrieben. Hier ein Mensch im Vergleich dazu, links unten. Also bis zu 13 Meter lange Tiere waren diese Iguanodons. Oder Behemoth, wie die Bibel sagt. Oder alternativ ein Sauropod, bis zu 15 Meter lang. Auch der Mensch hier genauso klein. Hier ein Sarkosuchus, also ein Riesenkrokodil könnte man sagen bis zu 12 Meter lang. Oder alternativ vielleicht sogar hier ein Kronosaurus, bis zu 13 Meter langer Meresaurier. Nun, wie man hier in dieser Abbildung sieht, der speit Feuer. Die Bibel spricht tatsächlich davon, dass diese Tiere Feuer gespielt haben. Rein biologisch gesehen ist sowas möglich. Es gibt hier zum Beispiel den Bombardierkäfer, der also in seinem Hinterleib zwei Treibstofftanks, in einer Brennkammer zusammenführt. Und wenn diese zwei chemischen Substanzen da zusammenkommen, dann gibt es eine Explosion. Mit dieser Explosion kann er Ameisen abwehren, die ihn angreifen. Nun kann man sich vorstellen, jetzt braucht vielleicht nur noch einen Funken und die ganze Sache geht los. Und tatsächlich gibt es auch Tiere, wie zum Beispiel ein Zitteraal, der natürlich sehr hohe Spannungen erzeugen kann. Das heißt, rein biologisch gesehen sind diese Komponenten bereits vorhanden. Man muss sich nur an einem Tier kombiniert denken. Also es ist nicht unmöglich, sich sowas vorzustellen. Aber jetzt mal die Frage, gibt es außerbiblische Hinweise darauf, dass Menschen und Dinosaurier zusammenlebten? Das ist ja jetzt die große Frage, weil damit kann man ja nach Aussage der Vertreter der Evolutionstheorie die Evolutionstheorie aushebeln. Wir werfen einen ersten Blick in die Drachenlegenden rein. Ist der Professor Carl Sagan, ein evolutionistischer Astronom, Er hat gesagt, die Verbreitung von Drachenlegenden in vielen Kulturen ist wahrscheinlich kein Zufall. Sie ist ein weltweites Phänomen. Ich gebe Ihnen Beispiele. Hier in China diese Legende der Nine Dragons, der neuen Drachen, ca. 1200 vor Christus. Oder gehen wir nach Mittelamerika der Quetzalcoatl ca. 400 v. Chr. zu finden bei mehreren mesoamerikanischen Kulturen darunter den Tolteken, Azteken und den Maya. In England, der saint George, der heilige Georg, ca. 300 nach Christus, der hier gegen einen Drachen kämpft. Oder gehen wir nach Frankreich, der Gargoyle, ca. 600 nach Christus soll in der Nähe der französischen Stadt Rouen gelebt haben. Hier in Japan gibt es den Koshiki- und Nihongi-Mythos, circa 700 nach Christus. In Polen den Wawel, circa 800 nach Christus. Sehen wir hier, also in der Nähe der Stadt Krakau zu finden. Oder gehen wir nach Island, der Sigurd, wir kennen den ja im Deutschen unter der Siegfriedsage, circa 1000 nach Christus. Hier in England. Lüt und Leflis ca. 1200 nach Christus. Und in Slowenien das May ca. 1500 nach Christus. Also, wir haben da schon eine ganze Menge Hinweise, egal wo wir hinschauen auf der Welt, es gibt diese Drachenlegenden. Eine ganz interessante Dinosauriergattung ist hier noch gezeigt, die heißt Dracorex. Die hat man tatsächlich so bezeichnet, weil die nämlich sehr stark Drachen ähnelt, wie sie von den Mythen her bekannt sind. Und es erfordert da eigentlich jetzt nicht viel Fantasie, diesen drachenähnlichen Körper noch Flügel hinzuzufügen. Das kann man sich hier relativ leicht vorstellen. Ich fasse nochmal zusammen. Die in den Drachenlegenden beschriebenen Tiere ähneln stark Dinosauriern und es liegt nahe, dass sie auf tatsächlichen Beobachtungen von Dinosauriern beruhen, die dann aber im Laufe der Zeit durch mangelhafte Überlieferung mehr oder weniger verfälscht wurden. Zu den Überlieferungen und insbesondere zu den Geschichtsschreibern kommen wir gleich, aber erst nach einer kurzen Pause. Ja, jetzt würde ich gerne mit dem zweiten Teil des Vortrags weitermachen. Und wie angekündigt geht es jetzt um Drachen in der Geschichtsschreibung. Und da gibt es jede Menge zu berichten. Zunächst einmal hier der Herodot 490 bis 424 vor Christus. Er war ein griechischer Geograf und Völkerkundler und hat in seinem neunbändigen Werk die Historien über geflügelte Drachen geschrieben, die er in Arabien in der Nähe der Stadt Buthosa sah. Ein Zitat aus seinen Schriften. Die Gestalt des Drachens ist die einer Wasserschlange. Er hat aber Flügel ohne Federn, die Fledermausflügel äußerst ähnlich sehen. Das ist eine interessante Bemerkung, die er da macht, diese Fledermausflügel. Warum? Weil die Fledermaus hat eine Flughaut. Und man weiß von dem Pterosaurus, dass die auch eine Flughaut hatten und keine Federn. Aha, das passt also genau zu dem Befund, den wir kennen von den Dinosauriern. Oder hier Alexander der Große, 356 bis 323 vor Christus. Nachdem er seinen Indienfeldzug geführt hatte, brachte er einen Bericht von einem großen, fauchenden Drachen zurück, der in einer Höhle lebte und den die Menschen als Gott verehrten. Die Soldaten, die den Drachen gesehen hatten, berichteten, dass der Drache mindestens 35 Meter lang war. Noch jemand, Plinius der Ältere, 23 bis 79 nach Christus, ein römischer Geschichtsschreiber, schrieb in seinem naturgeschichtlichen Werk Naturalis Historiae. Indien bringt den Elefanten hervor, sowie den Drachen, der sich im ständigen Kampf mit dem Elefanten befindet und der selbst eine enorme Größe hat. Die Auseinandersetzung endet in der Regel tödlich für beide Tiere. Lucius Cassius Dio, 163 bis 229 nach Christus, schrieb in seinem Werk die römische Geschichte. Eines Tages, als Regulus, der damals römischer Konsul war, gegen Karthago kämpfte, kam plötzlich ein Drache hervor und ließ sich hinter dem Verteidigungswall der römischen Armee nieder. Auf Befehl von Regulus töteten die Römer den Drachen mit Hilfe von Katapulten, zogen ihm die Haut ab, und schickten die Haut zum römischen Senat. Als die Haut auf Anordnung des Senats vermessen wurde, maß man zu aller Überraschung eine Länge von 35 Metern und die Breite entsprach der Länge. Claudius Elianius, 175 bis 235 nach Christus, römischer Autor und Lehrer, schrieb in seinem 17-Bändigen Werk über die Eigenschaften der Tiere Folgendes. Äthiopien ist das Land der größten Drachen. Sie tragen den Namen Elefantentöter und werden sehr alt. Die Drachen kommen auch in Phrygien vor und erreichen eine Größe von bis zu 30 Metern. Die Drachen lauern in ihrem Versteck. Wenn die Pferde auf ihrem Weg in die Stelle vorüberziehen, kommen sie hervor und reißen einzelne Tiere, wobei sie oft auch die Hirten töten. Johannes von Damaskus, 650 bis 754 nach Christus, ein arabischer Mönch, schrieb in seinem Werk über Drachen und Geister. Manche behaupten, dass Drachen entweder menschliche Gestalt annehmen können oder sich in Schlangen verwandeln. Ich sage nicht, dass es keine Drachen gibt. Im Gegenteil, Drachen existieren tatsächlich. Aber es sind Reptilien, die wiederum von anderen Reptilien geboren werden. Wenn sie geboren werden, sind sie noch klein. Wachsen sie aber heran, werden sie sehr groß und dick und überragen andere Reptilien an Größe. Man sagt, dass sie eine Länge von 14 Metern erreichen und so dick wie ein riesiger Baumstamm werden können. Sie haben einen ziegenähnlichen Bart und ein Horn an ihrem Hinterkopf. Die Augen sind groß und goldfarben. Drachen sind nicht giftig, im Gegensatz zu Schlangen, sie speien kein Gift. Und interessant auch einige Details, die er hier angibt. Vorsprünge und Hörner findet man auch am Kopf der Dinosaurier. Auch Stacheln auf dem Rücken oder am Schwanz. Und auch Hautausstülpungen wie einen Bart kann man bei heutigen Reptilien noch finden. Marco Polo. 1254 bis 1324 nach Christus, ein venezianischer Handelsreisender, schrieb in seinem Reisebericht, dass der chinesische Kaiser lebende Drachen vor die Triumphwagen in Paraden spannen ließ. Und schrieb weiterhin: In der Provinz Karasan kann man Drachen sehen, bis zu 10 Meter lang und mit einem Durchmesser von 80 Zentimeter. Scheinbar etwas kleinere Exemplare. Vorne, nahe dem Kopf, haben sie zwei kurze Beine mit drei Klauen. Kommen wir gleich drauf, auf diese drei Klauen. Ähnlich einem Tiger und Augen mit einem stechenden Blick, vier Zentimeter groß, also riesige Augen. Die Kiefern sind groß genug, um einen Menschen zu verschlingen. Die Zähne sind lang und scharf. Und da passt sehr gut hier dieser Utah-Raptor dazu, der nämlich auch diese gleichen Klauen hat, diese Dreigliedrigen. Der Athanasius Kircher, 1602 bis 1680 nach Christus, ein deutscher Universalgelehrter, schrieb in seinem Werk Mundus Subterraneus, es gibt unter den Gelehrten eine große Debatte mit Bezug auf Drachen. Gibt es diese Art von Lebewesen tatsächlich? Oder kommen sie nur in Fabeln und Märchen vor, wie es bei vielen anderen Dingen auch der Fall ist? Schlussendlich mussten wir aber unsere Zweifel aufgeben. Dies fiel uns nicht schwer, nachdem wir nicht nur Textausschnitte einer Reihe bekannter Autoren gelesen, sondern uns auch die Beschreibungen vertrauenswürdiger Augenzeugen angehört hatten. Die Existenz von Drachen oder besser Reptilien von enormer Größe steht absolut fest, denn man findet sie überall, insbesondere in Äthiopien, Indien und anderen tropischen Ländern. Von diesen Lebewesen gibt es zwei Arten. Diejenigen mit Flügeln und die ohne Flügel. Bellon berichtet, dass er komplett erhaltene Körper geflügelter Drachen sah. Diese Drachen hatten zwei Füße, zwei Flügel, die von der Anatomie her Fledermausflügeln ähnelten, sowie einen schlangenartigen Schwanz. Wenn man das zusammenfasst, diese Berichte, diese weltweiten Berichte über riesige Reptilien oder Drachen, die man in den Schriften anerkannter Historiker findet, dann ist es ein äußerst starkes Indiz dafür, dass Menschen und Dinosaurier tatsächlich zusammenlebten. Damit komme ich zu meinem nächsten Punkt, die Dinosaurier und die Indianer. Indianer Nordamerikas sind gemeint. Hier findet man zum Beispiel in USA, in Utah, von den Havasupai-Indianern ca. 1000 nach... Christus-Felszeichnungen, wie hier gezeigt, die also hier einem Edmontosaurus, einem Entenstabeldinosaurier, ähneln. Und das sage jetzt nicht nur ich, sondern es gibt hier ein Zitat von Samuel Hubbard, das ist ein evolutionistischer Archäologe und Kurator des Oakland Museums nach einer Expedition in den Havasupai Canyon 1924. Die Tatsache, dass prähistorische Menschen eine Felszeichnung eines Dinosauriers in die Wände dieses Canyons ritzten, erschüttert all unsere Theorien über den Ursprung des Menschen. Tatsachen sind starre und unveränderliche Dinge. Wenn Theorien nicht mit den Tatsachen übereinstimmen, dann müssen sich die Theorien ändern. Die Tatsachen bleiben bestehen. Wir bleiben in Utah, gehen zu den Anasazi-Indianern, 400 nach Christus bis 1200 nach Christus. Wieder eine Felszeichnung, wieder ähnelt einem Dinosaurier hier einem Apatosaurus. Wie sahen diese Tiere aus? Wir haben sie schon in der Einleitung in dem Video gesehen, also so in etwa wie hier. Gigantische, pflanzenfressende Tiere. Wir lassen hier den Fran Barnes, einen evolutionistischen Geologen und Paläontologen, zu Wort kommen. Er sagt Folgendes: Im National Bridges Naturschutzgebiet gibt es eine Felszeichnung, die eine überraschende Ähnlichkeit mit einem Dinosaurier hat, speziell mit einem Brontosaurus. Damals hätte man diese Apatosaurus-Gattung noch als Brontosaurus bezeichnet, aber heutzutage ist es immer ein anderer Begriff, den man verwendet. Mit einem langen Schwanz und Hals, kleinem Kopf und allen anderen Merkmalen. Wir bleiben in Utah bei den Fremont-Indianern. 700 nach Christus bis 1200 nach Christus, hier auch wieder eine Felszeichnung, ähnelt einem Quetzalcoatlus. Das ist eine Untergattung der sogenannten Pterosaurier. Wieder der Fran Barnes, was sagt er dazu? In der San Rafael-Swell gibt es eine Felszeichnung, die einem Pterosaurus, einem fliegenden Reptil aus der Kreidezeit, äußerst ähnlich sieht. Nun, es gibt insgesamt über 300 Indianerreservate in Amerika. Und die Indianer leben jetzt dort seit Jahrhunderten unter Selbstverwaltung, unabhängig von der amerikanischen Regierung. Und aufgrund der isolierten Lebensweise konnten die Indianer, das kann man sich, denke ich, ganz gut vorstellen, ihre Traditionen und Erzählungen praktisch unverändert, frei von äußeren Einflüssen weitergeben. Und die Indianer sind auch heute noch bekannt dafür, dass sie sich Begebenheiten auf Lebenszeit bis ins letzte Detail merken können. Die haben ein unglaubliches Gedächtnis. Und das macht sie auch in Gerichtsverhandlungen oder machte sie auch in Gerichtsverhandlungen schon oft zu wichtigen Zeugen. Der französische Geograf und Mathematiker Joseph Nicolet führte jetzt in den Jahren 1838 und 39 eine Expedition nach Süddakota durch, wo er diesen Indianern begegnete. Und in seinem Reisebericht schreibt Nicolet davon, dass die Indianer sich die Geschichte von riesigen Vögeln erzählten, die immer wieder ihre Pferdefohlen aus der Luft angriffen. Und diese Vögel hatten ihre Nester in den Bergen und waren vor allem bei Gewitterstürmen oft am Himmel zu sehen, weswegen man ihnen auch den Namen Donnervögel gab. Tatsächlich fanden moderne Paläontologen jetzt die Fossilien großer eierlegender Flugsaurier, die ihre Nester auf den Süd-Dakota-Bergen hatten. Das hat man tatsächlich gefunden. Und diese Flugsaurier bzw. Pteranodons, die waren sehr schwer. Und deswegen haben die gerne Aufwinde natürlich benutzt, wie bei Gewitterstürmen, um leichter fliegen zu können. Und jetzt ist halt interessant, die Fluggewohnheiten und dieses Raubtierverhalten der Pteranodons, die werden von den Berichten der Indianer exakt beschrieben. Also, jetzt die Frage: Wie hätten die Indianer denn davon aber wissen können, wenn sie nicht lebende Pteranodons gesehen hätten? Ja, also, um ein Verhalten eines Tieres zu verstehen, Erkannt zu haben, muss ich es gesehen haben. Ich kann mir das nicht einfach ausdenken. Die Berichte der Indianer über die Dinosaurier sind jetzt so zahlreich und so lebensecht, dass sich die Vertreter der Evolutionstheorie genötigt sahen, zu diesem Thema Stellung zu nehmen. Also haben wir gesagt, das kann man nicht so stehen lassen. Und da gibt es eine bekannte und preisgekrönte evolutionistische Historikerin namens Adrienne Mayer, die veröffentlichte im Jahr 2005 ein Buch mit dem Titel Fossilienlegenden der ersten Amerikaner. Und in diesem Buch behauptete sie, dass die Indianer angeblich zufällig Fossilien entdeckt und daraus klug erdachte Mythen erfunden hätten. So will man das ganze Thema schnell irgendwie vom Tisch kriegen. Kann es wirklich sein, dass die Indianer tatsächlich Fossilien ausgruben und daraus Mythen erfanden. Dem widerspricht der große Respekt, den die Indianer allen Toten gegenüber haben. Ihr Ahnenkult verbietet ihnen, mit den leiblichen Überresten verstorbener in Kontakt zu geraten. Und dieser Respekt schließt nicht nur die Menschen, sondern auch die gesamte Tierwelt mit ein. Und in ihrem Buch bestätigt nun Adrian Mayer diese respektvolle Verhaltensweise der Indianer und widerspricht damit ihrer eigenen Hypothese. Ich möchte mal zitieren: Navajos vermieden traditionell jeden Kontakt mit toten Körpern und Orten, wo die Geister der Toten sein könnten. Die Toten wurden nicht tief in der Erde begraben, sondern in der Wüste liegen gelassen. Nachdem es schwierig ist, menschliche von tierischen Knochenfragmenten zu unterscheiden, erschien es ihnen das Beste, jeglichen Skelettüberresten aus dem Weg zu gehen. Als wir auf die Aktivitäten der Paläontologen zu sprechen kamen, antworteten sie, die Navajos, dass das Ausgraben und Fortschaffen von Fossilienknochen mangelnden Respekt gegenüber den verstorbenen Lebewesen zeige und Gefahren heraufbeschwöre, weil es deren Recht auf Ruhe störe. Man stelle sich vor, da sind die Paläontologen, die graben aus, und dann sagen die Indianer, was macht ihr da? Hört's auf damit! Selbst wenn es aber doch ein Indianer entgegen all seinen Überzeugungen und Traditionen gewagt hätte, Fossilien auszugraben, ja, wie hätte er die dann anatomisch korrekt zusammensetzen können? Die meisten Fossilien, die wir nämlich weltweit finden, die sind ja völlig zerstreut und wirr durcheinander. Man muss die erst richtig anordnen. Da gibt es einige wenige Exemplare, die ausgestellt sind in den Museen und wir denken, die sind alle so vollständig. Ganz und gar nicht. Die meisten Fossilien sind, wie gesagt, nur in Bruchstücken erhalten und sind zudem äußerst zerbrechlich. Die modernen Paläontologen umhüllen daher ihre Funde in einem schützenden Gipsmantel und transportieren das ins Labor. Um dort unter dem Mikroskop Gesteinslage um Gesteinslage mühevoll zu entfernen und schließlich das Ganze anhand detaillierter anatomischer Kenntnisse wieder zusammenzusetzen. Also so sieht die Sache aus. Und das hätten die Indianer machen sollen, ohne Werkzeuge. Wie schwierig die Rekonstruktion ist, zeigt uns der Fall des Megalosaurus. Erst in jüngerer Zeit konnte nämlich die moderne Paläontologie das tatsächliche Aussehen und die Lebensweise dieser Tiere enthüllen. 1859 sah der Megalosaurus, wie hier links gezeigt, noch aus. Ganz erstaunlich, wie der 2006 aussah. Völlig anders, ja, ganz andere Lebensweise. Und Sie sehen schon, aus einem eher behäbigen Tier, das im Sumpf lebt, wird plötzlich ein agiler Jäger. Noch schwieriger aber als das korrekte Zusammensetzen des Skeletts ist es die Beschaffenheit der Haut, die Farbe der Haut, die Beschaffenheit der Haare. Und die Beschaffenheit der Weichteile zu ermitteln. Die Paläontologie hat hier erst in den letzten Jahrzehnten, wirklich erst in den letzten Jahrzehnten, entscheidende Fortschritte mit Hilfe modernster wissenschaftlicher Methoden machen können. Das Problem mit den Weichteilen ist natürlich, dass die normalerweise sehr schnell verrotten. Nur sehr sensitive moderne Untersuchungsmethoden können hier manchmal die Details enthüllen. Wie hätten die Indianer all dies ohne jegliche Hilfsmittel rekonstruieren können? Ihre Erzählungen stimmen ja oft bis ins Detail mit den modernen paläontologischen Rekonstruktionen überein. Und ich denke, die einzige vernünftige Erklärung ist, dass sie lebende Dinosaurier sahen. Ich fasse nochmal den Punkt zusammen. Die jahrhundertealten, detaillierten Erzählungen der nordamerikanischen Indianer über große Reptilien decken sich oft bis ins Detail mit den Ergebnissen der modernen Paläontologie und stellen damit einen eindrucksvollen Hinweis darauf dar, dass die Indianer tatsächlich lebende Dinosaurier sahen. Jetzt gehen wir noch zu einem Punkt, der ganz wichtig ist, zu Entdeckungen in jüngerer Zeit. Zunächst einmal gibt es hier in Afrika, im Kongo, im Zeitraum 1776 bis 1988 immer wieder Sichtungen eines Tier namens Mokele Mbembe, das von Eingeborenen über einen, wie gesagt, längeren Zeitraum hier, Immer wieder gesichtet wurde. Hier eine Rekonstruktion, sieht man auf der linken Seite nach Angabe der Eingeborenen. Das ähnelt also einem Apatosaurus. Noch ein Beispiel aus Papua, Neuguinea, Insel Ambungi. Da haben also Einwohner beobachtet, ein vierfüßiges Tier, circa vier Meter lang und zwei bis drei Meter groß, also auch wieder ein kleineres Exemplar offenbar, mit einem langen Hals einem langen Schwanz, einem kleinen schlangenähnlichen Kopf und Hautausstülpungen auf dem Rücken, als es sich in eine Unterwasserhöhle begab. Also es hat sich da scheinbar versteckt. Also vielleicht so wie hier. Also es scheint vielleicht zumindest bis ins letzte Jahrhundert hinein noch solche Tiere vereinzelt gegeben zu haben. Aber was noch ganz wichtig hier ist, Folgendes. Diese weltweiten Dinosaurier-Knochenfunde, die man ja überall findet in den Fossilien, die enthalten radioaktiven Kohlenstoff. Und ich habe das in meinem Vortrag über wie alt ist die Welt schon erläutert, diese radioaktive Altersbestimmung. Weil eben radioaktiver Kohlenstoff relativ schnell zerfällt, sollte in den Knochenfunden überhaupt kein radioaktiver Kohlenstoff mehr vorhanden sein, wenn sie wirklich Millionen Jahre alt wären. Ich zeige Ihnen jetzt hier mal so ein Messprotokoll. Man hat nämlich hier solche Messungen allerdings anonym einem Labor geschickt in Georgia in Amerika und hat das Alter bestimmen lassen. Und das von dem Labor ermittelte Alter liegt bei etwa 25.000 Jahren. Das heißt nicht im Übrigen, dass die Dinosaurier tatsächlich so alt sind, weil das Alter unter evolutionistischen Annahmen berechnet wurde. Wenn man von biblischen Annahmen ausgeht, ergeben sich Alter von einigen Jahrtausenden in Übereinstimmung mit der Bibel. Aber was hier wichtig ist, dass man überhaupt ein Alter ermitteln konnte. Das heißt nämlich, dass da radioaktiver Kohlenstoff drin war, der gar nicht drin sein sollte, wenn die wirklich Jahrmillionen alt wären. Wie gesagt, in meinem Vortrag, wie alt ist die Welt, gehe ich auf diese Dinge noch viel genauer ein. Aber jetzt kommt noch etwas, was ganz wichtig ist. Wissenschaftler haben im Jahr 2004 gut erhaltene rote Blutzellen in Blutgefäßen gefunden sowie elastisches Gewebe. Und Proteine, also Eiweiße in einem Knochen eines Tyrannosaurus Rex Dinosaurius, der unter evolutionistischen Annahmen auf ein Alter von 65 Millionen Jahren datiert wurde. Nun, der Fund wurde in wasserdurchlässigem Sandstein gemacht. Und das heißt, dass das gefundene Gewebe nach 65 Millionen Jahren schon längst komplett verrottet sein müsste. Wenn es Wasser durchlässig ist, dann kommen auch mal irgendwann Bakterien rein und dann löst sich das Ganze ganz schnell auf. Auf jeden Fall bleibt es keine 65 Millionen Jahre erhalten. Das ist das, was man hier gefunden hat. Man sieht hier ganz klar diese Blutzellen. Noch eine Aufnahme, wo man hier sieht, elastisches Gewebe hier unten. Wir werden ja hier gleich nochmal sehen in einem Video, dass das tatsächlich elastisch ist, was man da fand. Aber hier mehr die Schweizer. Ein Zitat von ihr, die Entdeckerin, ich bekam eine Gänsehaut. Es war, als ob man ein Stück eines modernen Knochens anschauen würde. Aber ich konnte es natürlich nicht glauben. Ich sagte zu dem Laboranten, die Knochen sind schließlich 65 Millionen Jahre alt. Wie könnten Blutzellen so lange überleben? Ein Rezessent meiner Veröffentlichung, also jemand, der ihre Veröffentlichung geprüft hat, sagte mir, dass es ihn nicht interessiere, was die Daten sagten. Er wisse, dass das, was ich gefunden hätte, nicht möglich sei. Ich schrieb zurück und fragte ihn, welche Daten ihn überzeugen würden. Er antwortete, keine. Sie musste 17 Mal die Messungen wiederholen, bis schließlich die Veröffentlichung angenommen wurde und veröffentlicht wurde. Schweizer und ihre Mitarbeiter fanden dann im Jahr 2009 erneut gut erhaltene rote Blutzellen, elastisches Gewebe und Proteine, diesmal in einem Knochen eines Hadrosaurus, also ein Entenstapel Dinosaurier, der auf ein Alter von sogar 80 Millionen Jahren datiert wurde. Und wieder wurde der Fund in wasserdurchlässigem Sandstein gemacht. Hier ist das Gewebe, das man da gefunden hat. Noch ein Beispiel. Mark Armitage und Kevin Anderson fanden im Jahr 2013 Blutgefäße und elastisches Gewebe in dem Horn eines Triceratops-Dinosauriers erneut in wasserdurchlässigem Sandstein. Das ist also hier dieser Triceratops-Dinosaurier, Triceratops horridus heißt er. Und dieses Horn haben wir gefunden. Hier ist die wissenschaftliche Veröffentlichung dazu, die in einer bekannten Zeitschrift veröffentlicht wurde. Und hier ist der Mark Armitage, Zitat von ihm, dehnbare Gewebelagen. Ich war geschockt, so etwas Biegsames vor Augen zu haben. Das zeige ich Ihnen jetzt hier. Schauen Sie sich das mal an. Das ist also diese, dieses Gewebe, das er da gefunden hat. Unter dem Mikroskop kann man also sehen, das ist noch Biegsam. Das soll jetzt 65 Millionen Jahre alt sein. Nun sind es alles nur Einzelfälle. Wenn man reinschaut, findet man in den letzten Jahrzehnten immer mehr Funde, genau von dieser Art, wie ich sie hier gezeigt habe. Und die Anzahl der Veröffentlichungen steigt ständig weiter an. Ich fasse nochmal zusammen. Drachenlegenden. Tracht in der Geschichtsschreibung, Dinosaurierberichte der Indianer und Augenzeugenberichte in jüngerer Zeit, der radioaktive Kohlenstoff, Funde von gut erhaltenen Dinosaurierblutzellen und elastischem Gewebe stellen eine Fülle von Indizien dar, die dafür sprechen, dass Menschen und Dinosaurier koexistierten, also zusammenlebten. Jetzt möchte ich noch einmal den Professor Louis Jacobs zitieren. Koexistenz von Menschen und Dinosauriern, ein derartiges Zusammenleben würde die Vorstellung einer alten Erde verbannen. Die gesamte Historie der Schöpfung einschließlich dem Ruhetag könnte in den sieben biblischen Tagen des Schöpfungsmythos untergebracht werden. Die Theorie der Evolution wäre zur Strecke gebracht. Ich überlasse es Ihnen, welche Schlussfolgerung Sie ziehen. Das führt mich zum letzten Punkt, Ihre Entscheidung. Schöpfung und Evolution stellen zwei völlig verschiedene Ursprungsmodelle dar die nicht beide gleichzeitig richtig sein können. Ein Kompromiss zwischen beiden Modellen ist nicht möglich und führt zu logischen und inhaltlichen Widersprüchen. Manche Christen versuchen so einen Kompromiss zu machen. Aber es gibt Evolutionsvertreter, die das schon längst erkannt haben, dass es das nicht geht. Hier zum Beispiel der Professor Jacques Monod, ein evolutionistischer Biochemiker. Er sagt, der Kampf ums Überleben und das Ausmerzen des Schwächsten, oder der Schwächsten ist ein schrecklicher Prozess. Es überrascht mich, dass ein Christ die Idee verteidigen sollte, dass dies der Prozess sei, den Gott mehr oder weniger in Gang gesetzt hätte, um Evolution zu ermöglichen. Ich meine, der Mann denkt ganz klar, oder? Würde ich sagen. Welches Modell besser ist, kann man an den Indizien erkennen. Und da zeigt sich, dass die evolutionistische Behauptung, dass Menschen und Dinosaurier durch eine Lücke von rund 60 Millionen Jahren voneinander getrennt sind, durch die Indizien nur wenig unterstützt wird. Stattdessen passen die Indizien viel besser zu den Aussagen der Bibel, wonach unsere Welt nur ca. 6000 Jahre alt ist und Menschen und Dinosaurier von Anfang an der Schöpfung bereits nebeneinander existierten. Und das legt uns nahe, dass die Bibel ganz generell in historischen Fragen Zuverlässig ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil heutzutage genau das angegriffen wird bei der Bibel, die historische Zuverlässigkeit. Und verstehen Sie, wenn die historischen Aussagen schon jetzt stimmen, warum soll ich eigentlich dann den Rest glauben? Der Professor Wilson, ein Archäologe, sagt folgendes: Mir ist kein allgemein anerkannter archäologischer Fund bekannt, der im Widerspruch zur Heiligen Schrift steht. Die Bibel ist das genaueste historische Textbuch, das die Welt jemals gesehen hat. Nun, wenn die Bibel in ihren historischen Aussagen korrekt ist, dann liegt es doch nahe, dass sie auch in ihren anderen Aussagen richtig liegt. Und das betrifft insbesondere eben die Aussagen der Bibel über das Leben nach dem Tod. Und da erklärt uns die Bibel, dass es nach diesem Leben weitergeht. Jeder Mensch wird nach seinem Tod ewig weiterleben. Die einen werden an einem unvorstellbar schönen Ort bei Gott sein und die anderen an einem unvorstellbar schrecklichen Ort fern von Gott. Wohin ein Mensch jetzt nach seinem Tod kommt, hängt davon ab, welchen Weg ein Mensch in diesem Leben eingeschlagen hat. In der Bibel heißt es: Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's die ihn finden. Die Bibel erklärt uns, dass Jesus Christus diese Pforte und auch der Weg ist. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als nur durch Jesus Christus. Das hat Jesus Christus auch von sich selber gesagt. Er hat gesagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das hängt jetzt von einer wichtigen Sache ab, nämlich davon, ob ich meine Schuld vor Gott zugebe und mein eigenmächtiges und selbstsüchtiges Leben aufgebe, indem ich an Jesus Christus glaube, um vor dem Gericht Gottes gerettet zu werden. Das heißt, an ihn zu glauben bedeutet, dass man ihn als Herrn über sein Leben annimmt und nicht mehr selber sein Leben in die Hand nimmt. Und das ist der Knackpunkt, ja. Gott sagt zwar, ich gebe euch jede Menge Indizien aus der Geschichte, aus der Naturwissenschaft. Ihr könnt viele Indizien haben. Aber letztlich, da fordere ich Glauben. Da verlange ich euren Glauben. Und sehen Sie, bei mir war das auch so. 40 Jahre lang habe ich auch gedacht, ich bin der Herr über mein eigenes Leben. Bis ich in eine persönliche Krise reinkam, ein Burnout, wo ich dann erkannte, es ist doch nicht so. Und deswegen stehe ich heute hier. In der Bibel heißt, es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.